5 Monate ist es her, als wir uns das letzte Mal die Community-Projekte angeguckt haben. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Auf den bin ich auch schon das ein oder andere Mal eingegangen, warum es jetzt etwas länger gedauert hat, bis wir mal wieder reingucken. Aber da komme ich am Ende zu. Ich würde sagen, zuerst geben wir mal den Community-Projekten die nötige Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Mal wieder ein kleiner Rundumschlag. Zumindest nicht über alle Projekte, aber die, die halbwegs vielversprechend aussehen, da, wo sich wirklich was getan hat, was Handfestes getan hat, da gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen um. Es sind nicht extremst viele, die ich euch heute mitgebracht habe, aber das muss es auch gar nicht sein. Wir schauen einfach mal direkt ins erste Projekt rein, und zwar vom guten Freddy the Shepherd, die Almtalbahn. Von Wels nach Grünau im Almtal, und da hat der Freddy Folgendes geschrieben, und zwar nach dem Release von TSW 5. Hat er ein großes Update gegeben, einen kleinen Rundumschlag, und den gucken wir uns einmal an. Und zwar, erstmal freut er sich über den neuen Look, den der mit dem TSW 5 Editor kommt, nämlich dass es von vornherein immer eine Bewölkung drin ist, sodass das alles ein bisschen lebendiger aussieht. Wir sehen hier ein Bahnhofsbild, ein Screenshot von Wels, hier mit der Uhr, mit dem ÖBB-Logo da drauf, mit den ÖBB-Bahnhofsanzeigern, mit den Zugzielanzeigern, mit dieser wunderschönen Überführung. Gucken uns mal das nächste Bild an, hier von der anderen Seite von Gleis 6 aus. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus, hier auch mit den entsprechenden Bahnsteigsanzeigen, mit den Zuganzeigen. Das hat schon Hand und Fuß, würde ich sagen. Und jetzt gibt er auch noch ein Update darüber, und zwar, dass der Bahnhof von Wels ordentlich mal umgebaut wurde. Und wir sehen das jetzt mal hier aus der Perspektive von weiter weg. Das Bahnhofsgebäude sieht der Wahnsinn, ist der Wahnsinn, oder? Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und das Coolste ist, das ist tatsächlich begehbar. Wir können also tatsächlich hier auch hoch die Treppen hochlaufen und dann zu den Bahnsteigen über diese Überführung da dann runter. Man darf nicht vergessen, das ist kein Payware-Produkt, ne? Das ist als Freeware, das macht irgendjemand in seiner Freizeit. Das ist unfassbar, was da die Leute dafür für eine Arbeit dahinlegen. Immer wieder mein allergrößter Respekt an dieser Stelle ausgesprochen, an diesen Modder, aber auch an alle anderen, die kostenlose Inhalte erstellen. Auch hier, es geht weiter mit den coolen Bildern aus dem Inneren der Bahnhofsüberführung. Hier mit den Rolltreppen, dann hier mit dem entsprechenden individuellen Schild, die WCs, die ausgeschildert sind. Ja, hier hat er jetzt auf so ein Tastaturpfeil, muss er zurückgreifen. Ich denke mal, das wird noch gescheit überarbeitet werden. Das ist jetzt erstmal nur so als kleiner Proof of Concept, dass er hier auch Schilder hat, die er anpassen kann. Da geht es dann Richtung Neustadt, Krankenhaus, Linie Wels 1, 4, 13, 14, Park- und Ride-Parkplätze. Hier ist noch ein Aufzug mit eingebaut. Da ist noch ein kleiner Laden, wo man sich einen Snack holen kann. Hier entsprechend nochmal die Anzeigen, wann die Züge von welchem Bahnsteig abfahren. Nochmal ein paar Läden, ein paar Sitzgelegenheiten. Und ich bin mir sicher, da werden auch die Fahrgäste hier auch hin und her laufen. Das sieht sehr cool aus. Nächstes Update ist, dass auch der ICET jetzt seinen Weg in den Fahrplan finden wird. Der ICET, der jetzt mit der Kinzigtalbahn gekommen ist, der wird dann ebenfalls hier fahrbar sein oder zumindest als KI hier unterwegs sein. Ich glaube, fahrbar ist die Strecke eh nicht, weil es eine Dieselstrecke ist, glaube ich. Aber auf jeden Fall als KI werden wir den 411er im Fahrplanmodus sehen können. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, passt sehr, sehr gut hier zu Österreich rein. Und das Fahrzeug, um das es gehen wird, ist nämlich das Fahrzeug der Maintalbahn, hier dann als ÖBB 5022, auch noch mit entsprechenden Anpassungen im Innenraum, auch hier mit dem Zugziel Grünau im Almtal, mit den ÖBB-typischen Sitzlackierungen. Es passt auf jeden Fall. Jetzt sagt er dazu, das ÖBB-Logo fehlt da noch und das korrekte 3D-Modell für die Sitze, das fehlt ebenfalls. Aber ne, das wird es. Und ganz ehrlich, ich finde das nicht schlimm. Das ist doch, meines Erachtens ist das vollkommen egal für ein Freeware-Modell. Wenn da jetzt irgendwie die Sitzmodelle nicht 100% passen, sei es wie es sei. Also jetzt mal ehrlich, es gibt Schlimmeres. Er hat herausgefunden, dass er mit, wie er nun die Displays hier bedienen kann, die Zugziele. Jetzt steht die Freddy Express, kann man entsprechend also eintragen, was man dann
worauf man da Lust hat. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall auch Zugziele haben, auch nicht nur Quatsch-Zugziele wie der Freddy Express, sondern auch sicherlich richtige Zugziele. Dann zeigt er nochmal hier, wie es, dass man hier mit dem Fotomodus so schön viel seinen Spaß haben kann, ne, wenn man entsprechend die Uhrzeiten umstellt, hier im Sonnenuntergang, hier im Sonnenaufgang, da vorne noch ein Taurus, hier mal zur Mittagszeit, jetzt hier wirklich komplett ohne Bewölkung. Ja, ne, also sieht schon sehr, sehr, sehr cool aus. Also, ne, so kann man mal sehen, wie so die Station im Laufe des Tages aussieht. Schnee können wir auch gleich sehen. Da passt noch nicht 100% mit den Texturen. Wo ist es? Ach, hier ist es. Genau, ne? Also hier passt das noch nicht 100% mit den Schneetexturen. Aber es wird, ne? Es ist Work in Progress. Regen ist auch vorhanden. Starke Bewölkung. Ja, ne? Also ordentlich. Weitere Kleinigkeiten, auf die man so achten kann, auf die man sich freuen kann. Hier ganz individuelle Assets mit entsprechenden hier das Andreas, ist das das Andreaskreuz oder Martinskreuz? Habe ich jetzt vergessen. Ich weiß, wobei es kann auch sein, dass man es in Österreich sowieso noch mal anders nennt. Aber auf jeden Fall, ne, entsprechend das Kreuz hier für den Bahnübergang und ob Pfeifsignal achten, noch schön mit so einer Dampflok hier vorne drauf als Piktogramm, finde ich sehr schön, gefällt mir sehr. Ne, also Custom Assets, die da mitgeliefert werden. Schon ziemlich, ziemlich cool. Und dann sehen wir es auch, ne, es ist eine Dieselstrecke. Das ist, also wir werden jetzt nicht mit dem ICET hier drüber fahren können, aber das ist auch okay. Und letzter Post, ein paar weitere Screenshots. Hier auch die Landschaft. Stellenweise sieht das 100% fertig aus. Ne? Also hier würde ich echt sagen, das ist einfach für mich fertig, meines Erachtens. Auch hier nochmal aus dem Bahnhof, wie viel hier an KI-Verkehr sein wird. Wir sehen hier, Layer für die Semmeringbahn wird da sein. Hier ist irgendwie Güterverkehr. Kann ich jetzt nicht sagen, aus welcher Strecke. Da der ICET, da nochmal ein Güterzug. Ordentlich was los. Das Innere des Bahnhofs sieht unfassbar gut aus. Also da muss ich echt sagen, das ist ehrlicherweise weit über das Niveau von den älteren DTG-Strecken. Die neueren DTG-Strecken haben ja auch mittlerweile wirklich Bahnhöfe, die auch alle von innen sehr, sehr gut aussehen und gut gefüllt sind und Restaurants haben und so. Also ordentliche Arbeit, mehr Arbeit, die da noch geleistet wird. Hier nochmal die Überführung und die ganzen Assets, die da notwendig sind. Also sieht toll aus, mein lieber Freddy, falls du das hier liest, siehst und hörst. Keep going. Es sieht sehr, sehr cool aus. Wir freuen uns sehr auf das Projekt. Wir gehen weiter zum nächsten Projekt und zwar zur Münchner U-Bahn. Das ist ein Projekt, das ist schon seit dem 10. Juli ongoing. Ich glaube, ich hab's auch schon mal in einem der letzten Videos, ich glaube sogar im letzten Video sogar noch erwähnt, wo der Chris Need den Siemens C2 Inspiro baut. Und ja, ob da jetzt eine Strecke kommt, weiß ich nicht. Hier steht TBA vielleicht auch erstmal komplett ohne Strecke, sondern nur als Fahrzeug. Wobei hier steht ja, I want to tell you about my project to recreate the U6 Line. Ja, doch, die U6 soll gebaut werden, tatsächlich. Und zwar die komplette Linie von Klinikum Großhadern nach Garching Forschungszentrum mit einer Strecke von 27,4 Kilometern. Hier ist es auch auf Deutsch. Die U3 darf dabei natürlich nicht fehlen, wird aber nur zwischen Münchner Freiheit und Implerstraße integriert. In der Zukunft kann man dann auch noch über andere Fahrzeugklassen und Linien nachdenken. Vorerst bleibt es aber dabei. Bei Fragen und Vorschlägen meldet euch bitte. Und dann gibt es hier diverse Updates. Die sind jetzt alle, wie gesagt, schon etwas älter, aber ich zeige es jetzt trotzdem einmal oder noch einmal. Und zwar erstmal einfach nur vom 3D-Modell bauen, vom Fahrzeug, vom Inspiro. Hier entsprechend mit den Vorlagen, die da vorhanden sind, und dann versucht man das halt eben so gut wie möglich nachzubauen. Hier mal ein Update vom Juli, Anfang Juli, auch wirklich schon jetzt etwas länger her, ein paar Monate her. Hier noch von Ende Juli, langsam nimmt das Ganze Form an. Und hier das neueste Update vom 19. August, das sind also ja, gut 1,5 Monate her, Pi mal Daumen, mit einem Bild aus dem Führerstand, wo man auch schon sieht, ja, die Details, die kommen langsam, es wird langsam, es sieht gut aus, es sieht schon mal so aus, als würde es definitiv in die richtige Richtung gehen. Und wir sehen auch, da ist auch jemand am Werk, der nicht das erste Mal in seinem Leben Blender benutzt, sondern vermutlich vorher auch schon mal 3D-Modellierung gemacht hat. Finde ich sehr cool, sieht sehr großartig bisher aus.
Aber hier hat er nochmal am 20. August geschrieben, dass es halt eben dauern wird, weil er das Ganze alleine macht, bis der C2 und die Strecke fertig sind. Ja, ne? Aber da gibt es natürlich auch kein Datum, wann das Ganze fertig ist. Aber das sollte es auch nicht geben, weil man sollte sich dann nicht selbst unter Druck setzen und auch nicht setzen lassen. Ein Projekt, das viel weiter fortgeschritten ist und vermutlich, ich würde sogar fast behaupten, gar nicht mal so weit weg mehr steht vom Release, ist der ZAGS Tankzugwagen vom guten Ragen 05 oder Ragen 05, bin mir nicht ganz sicher, der hier tatsächlich die ZAGS-Wagen hier baut von Gattix. Ich finde es sehr, sehr cool, es sieht sehr gut aus. Ne? Die Lackierung passt auch fantastisch gut. Gattix Rail Germany GmbH kennt man eigentlich aus dem Güterverkehr von überall her, gerade aus dem Bereich. Ja, im Ruhrgebiet fahren die, glaube ich, recht viel rum. Ne? So um Krefeld herum, meine ich. Da ist so ein riesiges Chemiewerk. Da sieht man schon ziemlich viele von diesen Wagen. Niedrigste zugelassene Füllungstemperatur minus 40 Grad. Uiui, das ist aber kalt. Das Füllung sieht so aus, als würde es klein geschrieben sein. Kann das sein? Falls ja, das muss groß geschrieben werden. Es sieht toll aus. Es sieht sehr weit fortgeschritten aus. Ich glaube, das ist ein komplett eigenes 3D-Modell, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind nicht die ZACNS-Wagen, die angepasst sind, sondern ich glaube, das ist wirklich ein eigenes Modell. Die Wagen werden dazu benutzt, um LPG oder andere Komponenten von LPG zu transportieren. Also Flüssiggas im Grunde genommen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr toll aus. Hier hat er nochmal am 11. September geschrieben: Currently have modeled and bound the brake selector, but for everything I will need to see if I manage to get them working. Also er ist gerade noch dabei, da sich in Simograph reinzufühlen. Regarding the manual load change, bla 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 bla. Okay, das ist irrelevant. Sieht toll aus, ich freue mich sehr. Sieht auf jeden Fall so aus, als müsste in Anführungszeichen nur noch. Also in großen Anführungszeichen nur noch, die Fahrphysik dafür erstellt werden. Alles andere ist soweit einsatzbereit. Das 3D-Modell ist auf jeden Fall 10 von 10, würde ich definitiv sagen. Weiter geht's mit einem Projekt von Fabio, der auch noch ein anderes Projekt hat, nämlich eine deutsch-italienische fiktive TSW-Strecke, von der es aber meines Wissens jetzt kein größeres Update mehr gab. Vermutlich baut er immer noch dran. Aber hier baut er gerade an einem italienischen Asset-Pack. Also mit italienischen Objekten, also italienischen Ortsschildern, Autobahnschildern, Richtungsschildern und Geschwindigkeitsschildern für Autos. Und er plant, ja, also ich glaube, da kommt noch mehr. Die prossima Publicazione, also wird bald veröffentlicht, finde ich auch cool. Nuovo Pack, oder Nuovo Pack, neues Pack mit With English Readme, sehr cool. Indicazioni, Stradali e tanto altro. Sehr schön. Gefällt mir sehr. Also ein Asset-Pack, das vermutlich bald auf Transim Community veröffentlicht wird und dann kann man das einfach benutzen, wenn man es möchte, für seine eigene Strecke. Ne? Also wenn man selbst im Editor da Hand anlegt und vielleicht eine italienische Strecke baut, kann man auf jeden Fall darauf zugreifen. Ich denke mal, da wird der Fabio dann seine Erlaubnis für geben. Alles andere wird keinen Sinn ergeben, warum er es überhaupt machen würde. Gefällt mir sehr. Sehr cool. Grazie, kann man dann dazu nur sagen. Und letztes Update an dieser Stelle ist die Fahrplanmod für Salzburg-Rosenheim, wo der gute Dan Lohmann uns dann noch ein paar Updates gegeben hat. Na, wo fängt das Ganze an? Hier im September hat er nochmal was dazu geschrieben. 25. September. 24. September hat auch nochmal was dazu geschrieben. Also es ist auf jeden Fall immer noch viel in Arbeit. Ihr seht, das ist alles zu kompliziert, um das jetzt zu erklären, was da zu sehen ist. Ihr könnt euch das in Ruhe angucken im TSW-Forum. Aber das sind halt die ganzen Informationen, die irgendwie eingesetzt werden oder werden können für den Fahrplanmodus. Und wir sehen, dass da ist viel Abwechslung dabei. Ne? Also sowas wie zum Beispiel verschiedenste Formationen für den Vectron. Dann sowas Interessantes wie, Moment, ich habe vorhin irgendwas Interessantes gesehen. Genau das hier, der Messzug 1116. Das wäre eine Doppeltraktion 1116, ein Messwagen und noch eine ÖBB 1116 hinten dran. Fährt dann in Rosenheim los, in Freilassing, um
in Freilassing um 4 Uhr, um 9.44 Uhr, fährt dann weiter nach Salzburg. Finde ich sehr cool. Noch irgendwas Interessantes, SBB Cargo International 193. Hier noch vielleicht nur 204. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Bauzug. Sehr cool. Und hier, wenn es interessiert, der kann sich das natürlich ein bisschen durchlesen, was da so, was er dazu schreibt, wie er gerade so im Progress ist. Und man kann auf jeden Fall auch viel daraus lernen, wie man selbst vielleicht Fahrpläne erstellen kann. Und ich bin einfach nur begeistert von dem, was so Leute alles so schaffen. Wir sehen hier auch, welche Layer so wir erwarten können. Semmeringbahn hier auf jeden Fall mit den ÖBB-Wagen. Das ist die Baureihe 101. Ich glaube nicht die Expert 100 oder doch die Expert 101. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist die linke Rheinstrecke, die wir erwarten können. Das ist ebenfalls linke Rheinstrecke. Also ich glaube, da werden einmal wirklich alle Strecken benötigt, die man so haben kann. Ja, sieht toll aus. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. Das war es dann auch schon wieder von den Community-Projekten. Lange her, dass wir uns das letzte Mal welche angeguckt haben. Und jetzt, stimmt, ich hab ja zu Beginn gesagt, dass ich nochmal am Ende darauf eingehen werde, warum es jetzt länger kein Update dazu gegeben hat. Das hat einen ziemlich pragmatischen Hintergrund, nämlich der, dass eben nicht so viel passiert ist in den letzten Monaten, aus verschiedenen Gründen. Und zwar zu Beginn, als der Editor veröffentlicht wurde, haben sich alle eben darauf gestürzt und jeder hat irgendwie ein Projekt angekündigt. Ne? Jeder hat gesagt, ich baue das, ich mache die Strecke, ich mache die Strecke, ich mache die Strecke. Und dementsprechend gab es auch zu Beginn sehr viele Videos dazu, weil es eben viele Projekte gab, die angekündigt wurden, die auch teilweise in Arbeit waren. Ne? Also ich habe ja auch immer die Projekte vor allen Dingen gezeigt, die nicht nur irgendwie angekündigt wurden, sondern wo auch dann tatsächlich was zu sehen war, dass dann auch nicht nur jemand gesagt hat, ich baue jetzt irgendwie die Strecke vom Nordpol zum Südpol und dann zeigt man das und freut sich darüber, sondern wirklich die Strecken, wo dann auch Leute nicht nur gesagt haben, die machen was, sondern auch dann erste Fortschritte gezeigt haben und gezeigt haben, so, da passiert auch wirklich was. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Versprechen in einem luftleeren Raum. Und dann sind halt, dann ist halt eine Sache passiert mit zwei Ausgängen. Der eine Ausgang ist nämlich der, dass Leute ihre Projekte abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, das ist zu kompliziert oder ich habe keine Zeit dafür oder da sind nicht genug Tutorials bisher seitens DTG gekommen. Alles vollkommen valide und legitime Gründe. Oder die Leute haben eben weitergemacht. Und die Leute, die halt eben weitergemacht haben, die werden auch nicht alle 3 Tage irgendwie ins Forum schreiben, was sie geschafft haben. Denn man braucht halt mit dem Editor sehr viel Zeit, um sehr wenig zu schaffen. Das ist so ein bisschen wie, ja, ist auch egal, ich wollte jetzt gerade einen dummen Vergleich bringen, bringt auch gar nichts, aber es ist halt eben, es dauert sehr, sehr lange, um kleine Fortschritte im Editor zu schaffen. Selbst das, was man dann irgendwie wenn man sich eine Mod anguckt, die gar nicht so gut ist, ne, die gar nicht so eine große Qualität hat, selbst das hat viel Zeit gebraucht, um überhaupt diese Qualität zu schaffen. Selbst zum Beispiel eine schlechte Soundmod zu machen, braucht schon echt viel Zeit. Ne? Und so ist es halt eben auch mit den Projekten. Um da überhaupt in irgendeiner Form Fortschritt zu schaffen, das brauchte eben Zeit. Das heißt also, in den letzten Monaten sind die Leute, die weiterhin an ihren Projekten waren, die haben halt eben dran gearbeitet und haben halt alle paar Wochen, vielleicht mal alle paar Monate was dazu gesagt, weil es braucht eben Zeit, um entsprechend Progress zu machen. Und jetzt haben wir halt eben den TSW5-Editor, der gewisse Patches hatte, der gewisse Verbesserungen mit sich gebracht hatte. Und das hat jetzt letztlich auch wieder so ein bisschen dazu geführt, dass auch Leute ihre Projekte fortgeführt haben oder jetzt weiterführen oder vielleicht auch sogar neue angefangen haben, in der Hoffnung, dass auch von DTG mehr Tutorials kommen sollen und die sollen wohl auch kommen. Da hoffe ich sehr, dass das auch wirklich dann der Fall ist, dass mehr von DTG kommt. Ich denke auch, da wird auch einiges noch kommen tatsächlich. Aber ne, deshalb gab es halt eben in letzter Zeit, in den letzten Monaten nicht so viel zu berichten. Was aber ehrlicherweise vollkommen normal ist zu erwarten. Ne? Zu Beginn haben halt eben sehr viele Leute gesagt, oh ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Ne? Und viele haben halt entweder aufgegeben, weil es zu viel war, oder bauen halt immer noch dran weiter. Und natürlich kann man da nicht alle 2 Wochen einen Riesenerfolg verkünden und dann mache ich oder sonst wer noch ein Video darüber und sagt, ach Leute, guck mal, das ist fast fertig, oh, wie cool.
sondern das braucht halt eben Zeit. Und das war auch im Train Simulator nicht anders, das ist auch bei anderen Spielen mit irgendwelchen Editoren nicht anders. Sowas wird nicht von heute auf morgen erstellt. Sowas wird auch nicht von Januar bis März oder so erstellt, sondern sowas braucht mal eben, so eine Strecke braucht mal eben 12 Monate, 24 Monate oder so, bis sie halbwegs in einem Zustand ist, wo sie tatsächlich veröffentlicht werden kann. Dementsprechend freue ich mich, dass wir jetzt aber tatsächlich die Möglichkeit hatten, wieder hier mal in die Projekte reinzugucken. Ich bin natürlich ganz gespannt, was ihr so zu den Strecken, zu den Projekten so sagt. Hinterlasst gerne einen Kommentar hier. Denkt daran, dass vermutlich die Leute, die die Projekte bauen, auch ebenfalls hier mitlesen werden. Also seid freundlich, haltet Netiquetten ein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.